Ja, dann herzlich willkommen zum ersten Hasi-Talk 2023. Fast auf den Tag genau 4 Jahre nach unserem letzten Talk, wo Seth über RWE gerantet hat. Als Gründer von Hackers Against Climate Change hat er hier ein Erbe hinterlassen. Und nicht mal 4 Jahre später, 4 Jahre und einen Tag später, geht es weiter in Richtung Elektromobilität, beziehungsweise reden wir sicherlich auch über Energieversorgung und auch sicherlich über Klimawandel. Aber der Fokus für die nächsten 90 Minuten oder 120 Minuten soll sein, der Fokus auf Elektromobilität im Pkw-Bereich. Vielleicht auch Lkw und Bus, was ich nicht ansprechen werde, einfach aus Zeitgründen, ist das Thema der Mikromobilität, also E-Roller, E-Bikes und alles, was im Kleineren als mit 4 Rädern schon zuhauf unterwegs ist. Elektromobilität ist mittlerweile alltagstauglich geworden, steckt sehr, sehr viel Potenzial in E-Mobility, auch das, was über die reine Mobilität hinausgeht. Das heißt, Fahrzeuge können nicht nur Fahrzeuge sein, Fahrzeuge können Energiesysteme sein. Wärmesysteme im Bereich der Sektorenkopplung können die Akkus der diversen Elektrofahrzeuge sicherlich einen wesentlichen oder wertvollen Beitrag leisten und natürlich als Energiespeicherung. Viele haben vielleicht auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und kaufen sich dann irgendwann so einen Akku. Diese Akkus kosten im Moment so um die 1000 Euro für die Kilowattstunde. Und wenn man sein Elektroauto vielleicht mit 20, 30, 40 Kilowatt vorm Haus stehen hat, wäre es doch vielleicht praktisch, die Batterie auf 4 Rädern einfach zu nutzen, um auch seinen PV-Strom irgendwie speichern zu können. Das heißt, diese ganzen Systeme spielen sehr gut miteinander oder können sehr gut miteinander spielen, wenn man das Energiemanagement weiter ausbaut und weiter perfektionieren kann. Ich würde gerne, wir sind, glaube ich, wenig Leute genug, dass man das Ganze auch ein bisschen interaktiver gestalten kann. Das heißt, wer Zwischenfragen hat, kann sich gerne melden. Er muss sich relativ deutlich melden, weil ich bei dem Gegenlicht nicht viel sehe. Ansonsten hat Skure das Mikro und kann es dann gerne rumreichen, sodass wir auch auf die Zwischenfragen, sofern sie aufkommen, auch gerne eingehen können. Ich werde natürlich ein bisschen Timekeeping betreiben müssen, damit wir die 2 Stunden nicht auch noch reißen. Aber ich habe vielleicht auch mehr Material als für 2 Stunden. Ich werde dann irgendwann auch einen Cut machen und dann vielleicht noch eine Fortsetzung, je nachdem, wie weit oder wie tief wir in die Themen reingehen können. Wir zeichnen den Vortrag auf. Das heißt, es wird im Nachgang auch ein Video dazu geben auf YouTube oder einer anderen Videoplattform unseres geringsten Misstrauens. Da werden vielleicht auch noch der ein oder andere Link in den Shownotes mit auftauchen. Ich habe mich bemüht, zu den Aussagen, die ich jetzt hier treffe, auch belegbare Quellen zu haben. Die sind nicht immer in den Folien drin. Falls da was fehlt, würde ich das dann hinterher in den Shownotes nachreichen. Ansonsten kann man mich auch gerne im Nachgang ansprechen, wenn noch irgendwie Themen vielleicht detaillierter diskutiert werden sollten. Genau. Vielleicht fangen wir direkt an. Welche Mythen der E-Mobilität kennt ihr? Oder auf welche Mythen habt ihr schon mal gehört? Auf welche Aussagen sollte man vielleicht zuerst eingehen? Hat jemand schon so einen plakativen, eine plakative Aussage, die er schon mal gehört hat, die wir vielleicht ansprechen sollten? Ja, Elektroautos sind letzten Endes... Elektroautos wären letzten Endes viel umweltschädlicher und hätten deutlich höheren CO2-Fußabdruck als selbst eine Neuwagenverbrenner. Ja, da kann ich gerne auch gleich drauf eingehen. Da habe ich auch ein paar Folien zu. Das ist auch eines der üblichen Vorurteile, die es gibt. Ich würde zunächst vielleicht mal starten mit dem Thema, bevor wir jetzt auf die Umweltverträglichkeit des Autos oder den CO2-Ausstoß eines Elektroautos bei Produktion und späterem Betrieb im Vergleich zum Verbrenner eingehen. Das Thema Strom, weil eines der üblichen Vorurteile, die man hört, ist, es gibt nicht genug Strom.
wenn wir alle E-Autos fahren, wo soll der ganze Strom denn herkommen? Ich meine, wir haben heute schon zu wenig, wir haben die Atomkraftwerke abgestellt, wir wollen die Kohle- und Gaskraftwerke zurückbauen und wir haben einfach zu wenig Strom für E-Autos. Alle reden vom Blackout, unsere Energienetze sind eh am Ende, wo soll der ganze Strom noch herkommen? Handzeichen vielleicht, wer das schon mal gehört hat. Das sind fast alle, würde ich sagen. Und Handzeichen, wer das glaubt. Okay, dann renne ich vielleicht offene Türen ein. Ich würde mal den Panikmodus hier von Patrick wieder verlassen, um mal zu den Fakten zu kommen. Wie viel Strom gibt es überhaupt? Hat jemand eine Vorstellung, wie viel Strom wir in Deutschland erzeugen und verbrauchen? Also es sind, wenn ich das auf die letzten Jahre mal sehe, das ist jetzt eine Grafik von Statista, wo ich mich relativ intensiv, glaube ich, bedient habe, vom Umweltbundesamt. Das ist der Bruttostromverbrauch in Deutschland der letzten 30 Jahre. Man sieht, dass er eine ganze Weile angestiegen ist, dann Anfang der 2000er Jahre so ein bisschen auf einem Niveau knapp über 600.000 Terawattstunden stagniert ist, dann gab es mal ein Auf und Ab und die letzten Zahlen, das sind jetzt die letzte Zahl ist hier von 2021, da liegen wir dementsprechend bei 565 Terawattstunden Bruttostromverbrauch in Deutschland. Genau. Wo kommt dieser Strom überhaupt her? Beziehungsweise wir haben natürlich ein europäisches Stromnetz, wir erzeugen auch Strom für unsere umliegenden Anrainerländer. Man sieht hier, das ist eine Grafik aus 2021, jetzt, ich zeige gleich auch noch eine aus 2022. Die zeigt jetzt die europäischen Länder in den farblichen Kreis, unten farblich markiert. Unten das rosa, pinke, rosane ist Deutschland. Dadurch, dass die Verbindungen in die anderen Länder auch in unsere Landesfarbe eingefärbt sind, heißt das, wir exportieren hier den Strom. In Summe haben wir im Jahr 2021 46,1 Terawattstunden Strom exportiert und 65,5 Terawattstunden exportiert. Das heißt, wir sind eine Exportnation, also wir haben nicht zu wenig Strom, sondern wir verschenken den oder verkaufen den sogar noch an unsere Nachbarn. Es gibt zwei Ausnahmen. Das eine ist in Dänemark, also aus Dänemark kommt mehr Strom nach Dänemark, als wir exportieren. Die Dänen machen zu 55% ihren Strom aus Windkraft, aber auch 15% Steinkohle und 12% Biomasse und dann kommt irgendwie 6% Solar und 6% Müll, glaube ich sogar auch noch. Und Gas natürlich. Und die Franzosen haben auch mehr Strom an uns exportiert, als wir an die Franzosen zurück exportiert haben. Das ist natürlich der schöne, gute französische Atomstrom. Die Franzosen machen 70% ihres Stroms aus Atomstrom. Und gerade heute habe ich in der FAZ heute Morgen noch gelesen, dass die Franzosen jetzt die Obergrenze für Atomstrom abschaffen. Im Moment gibt es eine Obergrenze. Sie wollen aber noch mehr grüne Atomkraft und deswegen wird diese Obergrenze jetzt auch im Parlament gekippt, sodass die Franzosen sich voll und ganz auf den grünen Atomstrom konzentrieren können. Vielleicht guckt man nochmal auf diese französische Grafik oder auf diesen französischen Energieaustausch, wenn wir jetzt das Jahr 2022 sehen. Im Wesentlichen hat sich nicht viel verändert. Wir exportieren immer noch mehr, als wir importieren. Wir haben 45,2 importiert, 72,8 exportiert. Aber man sieht, bei den Franzosen ist auf einmal hat sich das Blatt gewendet. Die Franzosen hatten nämlich letztes Jahr nicht genug Kühlwasser für ihre Reaktoren und außerdem sind die alle völlig kaputt und die Hälfte ist runtergefahren und dementsprechend mussten die Franzosen den Strom von uns auch noch beziehen, damit bei ihnen nicht die Lampen ausgehen. Also das nur mal zum Überblick, wie viel Strom haben wir, wo kommt der Strom überhaupt her? Jetzt der Gegenpart, die Verbraucherseite, wie viele E-Autos haben wir überhaupt? Hat jemand eine ungefähre Vorstellung, wie viele E-Autos es im Moment in Deutschland gibt? 500.000, 1 Million, 2 Millionen? Die Daten sind jetzt vom 1. April 2022, 687.000 zugelassene reine Elektroautos und dazu kommen dann noch 623 Hybridautos. Die Hybrid- und Elektroautos sind zum Großteil, das sieht man gleich auch noch in der anderen Grafik, Dienstwagen.
dadurch, dass die 1%-Regelung bei Firmenwagen insoweit begünstigt den Kauf oder das Leasing eines Elektroautos, rein Elektroautos oder Hybrid-Elektroautos, weil der Arbeitnehmer bei einem Hybridfahrzeug nur ein halbes und bei einem reinen Elektroauto sogar nur 0,25% versteuern muss. Es ist also wirklich ein Steuersparmodell. Und man kann davon ausgehen, dass nicht wenige Hybridautos ihr Ladekabel noch original eingeschweißt in der Kofferraumklappe hängen haben, weil sie das Auto einfach nur als Steuersparmodell gekauft haben und noch keinen einzigen Kilometer elektrisch gefahren sind. Eine Frage. Die Hybrids, sind das nur Plug-in-Hybrids oder welche sind das alle oder die es eh haben dürfen? Das ist eine gute Frage, das weiß ich aktuell nicht, das müsste ich nochmal nachgucken. Ich vermute, dass es die Hybride sind, die auch als Hybridauto im Sinne eines E-Kennzeichens zugelassen sind oder sein könnten. Das E-Kennzeichen muss man nicht haben. Es gibt auch eine Menge Elektro- oder Hybridautos, die das E-Kennzeichen nicht haben. Man kann sich das E-Kennzeichen geben lassen. Man bekommt das, wenn, es waren glaube ich irgendwann mal 40, mittlerweile sind es um die 60 Kilometer elektrisch gefahren werden können nach WLTP oder NEFZ. Das heißt, es darf kein ganz kleiner Akku drin sein, man muss schon irgendwie zweimal zum Brötchen holen und zurück irgendwie kommen. Die Autoindustrie kennt natürlich diese Regelung und baut den Akku auch nur genau so groß, dass das genau hinpasst und sie möglichst viel am Akku sparen können. Das geht dann so weit, dass man bei einem Hybridauto, wenn man das konfiguriert und wenn man dann die 20 Zoll Reifen konfiguriert, dann kann man auf einmal kein Glasschiebedach mehr konfigurieren, weil das Auto wird sonst zu schwer und schafft dann nur noch 39 Kilometer und damit fällt die entsprechende Förderung weg. Das sind auch Daten, die jetzt vom Statistischen Bundesamt kommen. Es gibt leider noch keine aktuelleren Zahlen, deswegen habe ich die vom April 22 jetzt hierher genommen. Insgesamt haben wir übrigens 48,5 Millionen Pkw. Auch eine Zahl vom 1.3.22, also relativ zeitgleich zu diesen Daten hier vom 1.4. Das heißt 48,5 Millionen Pkw und ungefähr 1,3 Millionen davon teil- oder voll elektrisch. Jetzt ist die Frage, wie viel Strommehrverbrauch verursachen diese 1,2 Millionen teil- oder vollelektrischen Fahrzeuge, PKWs, die wir in Deutschland haben. Hier sieht man ungefähr die Jahresfahrleistung von durchschnittliche Jahresfahrleistung von Elektroautos, von reinen Elektroautos, von Hybriden, von Diesel und von Benzinern. Man sieht ja auch, die Diesel fahren am meisten mit 13.000 Kilometern. Das ist immer noch erschreckend wenig für so ein ressourcenhungriges Gefährt. Die Hybriden fahren sogar mehr als die reinen Elektroautos und fast so viel wie die Diesel. Das ist für mich auch ein Indiz dafür, dass das überwiegend Dienstwagen sind. Das ist die Daten kommen jetzt von 2021, die kommen aus einer Check24-Auswertung. Jetzt ist die Frage, wie viel Strommehrverbrauch verursachen die aktuell vorhandenen Elektroautos im Vergleich zu den 600 Terawattstunden, die wir am Anfang gesehen haben. Gibt es da jemanden, der eine Hausnummer nennen kann oder der das überschlagen kann? Grob 1%, 2%, 5%? Unter 1. Ja, sind 0,4%. Das heißt, die aktuellen, wenn alle diese Elektroautos und die Hybriden komplett nur mit Batteriestrom fahren würden. Da fehlt natürlich noch eine Größe, nämlich den Durchschnittsverbrauch, den so ein Elektroauto hat. Das sind ungefähr 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, damit man mal so ein Gefühl hat. Dann kommen wir auf 0,4% des aktuellen Bruttostromverbrauchs, der in die Pkw-Elektromobilität geht, unter der Voraussetzung, dass diese ganzen Hybride auch wirklich von den Arbeitnehmern mit Strom gefahren werden und nicht das Ladekabel noch eingepackt im Kofferraum liegt. Habe ich gerade schon gesagt, diese Hybriden mit 12.700 Kilometer sogar noch mehr als die reinen Elektroautos. Das sind dann Autos, die auf langen Dienstfahrten wahrscheinlich genutzt werden. Ja, wenn wir jetzt alle Pkw in Deutschland batterieelektrische Vehikel sind, wie viel mehr Strom müssten wir dann produzieren? Das sind 15-20%. Das heißt, es sind 105 Terawattstunden, die wir bräuchten, wenn wir alle Elektroautos, alle 45,8 oder mittlerweile wahrscheinlich 47 Millionen Autos, die wir haben, rein elektrisch betreiben würden.
47 Millionen Autos, jedes fährt 12.000 Kilometer, 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, dann kann man das hochrechnen. Man muss allerdings dazu sagen, unterm Strich brauchen wir deutlich weniger Energie als diese plus 105 Terawattstunden, denn wir brauchen kein Diesel und Benzin mehr. Wir müssen den Diesel und das Benzin nicht aus dem Boden holen. Wir müssen es, da werden die Begleitgase, die dabei auftreten, werden in der Regel abgefackelt. Da kommt relativ viel Erdgas, Methan mit hoch. Das wird nicht wirklich verwendet. Das wird dann vor Ort abgefackelt. Wir müssen das Öl raffinieren. Wir müssen es transportieren, erstmal zur Raffinerie, dann raffinieren. Dann muss es zur Tanke gefahren werden. Die Tankstelle funktioniert auch nicht ohne Strom. Und eine Raffinerie verbraucht zur Gewinnung von 7 Liter Benzin, das habe ich jetzt mal angesetzt als Richtwert, um das mit einem Benzinwagen vergleichen zu können, 14 Kilowattstunden Strom. Das heißt, auch ein Benzinauto verbraucht pro 100 Kilometer 14 Kilowattstunden Strom, weil das ist der Strom, den wir zur Benzingewinnung brauchen. Und dann ist die Differenz zu den 20 Kilowatt auch gar nicht mehr so groß. Dann sind wir auch nicht bei 15% oder 20% mehr, sondern deutlich weniger. Selbst wenn wir die komplette Flotte in Deutschland komplett batterieelektrisch betreiben würden. Hast du gleich noch eine Folie oder irgendwie eine Berechnung, wie viel Energie quasi dadurch eingespart werden könnte? Insgesamt, wenn du den Diesel, was nur Benzin, 10 kW hat er ja ungefähr. Ja, könnte sein, dass das gleich thematisch nochmal gestreift wird. Ansonsten müsste ich da gegen Ende vielleicht nochmal drauf Bezug nehmen. Ja, die Frage ist jetzt, sind 15% bis 20% mehr Strom viel? Ja, natürlich ist das viel. Aber selbst wenn ab morgen jedes neue Auto ein E-Auto wäre, wenn wir die Verbrenner von heute auf morgen verbieten würden, was natürlich nicht der Fall ist, dann würde es noch 13 Jahre dauern, bis der Fuhrpark in Deutschland komplett ausgetauscht ist. Das heißt, der jährliche Mehrbedarf, den diese Autos, wenn wir diese 15-20% in 13 Jahren erreichen müssen, der geht eigentlich im Netzalltag unter. Wir wollen natürlich parallel zum Ausbau der E-Mobilität müssen wir auch das Energiesystem umbauen. Das hat da nicht nur was oder fast am wenigsten mit E-Mobilität zu tun, sondern mit der Energiewende, vor allem mit der Wärmewende. Und Energiewende heißt nicht Elektromobilität, sondern Energiewende heißt, dass wir jegliche Art von Energien aus erneuerbaren Quellen gewinnen müssen, um unsere Klimaziele zu schaffen und unseren Planeten zu retten. Die Atomkraft muss weg, da sind wir zumindest in Deutschland auf einem guten Weg. Die Kohlekraft muss weg, Öl und Gas muss weg. Und die Erzeugerkapazität regenerativer Energien muss allein schon deshalb massiv ausgebaut werden. Das heißt, wir brauchen mehr Windkraft, mehr PV, mehr Pufferlösungen. Das Thema Geothermie ist in Deutschland viel zu unterbewertet, meiner Meinung nach. Und wir brauchen natürlich Pufferlösungen, um den Strom, den wir jetzt erzeugen, aber morgen erst verbrauchen wollen, irgendwie zwischenzuspeichern. De facto ist aber dieser Mehrverbrauch der E-Mobilität im laufenden Netzausbau nicht bemerkbar. Ja, der nächste Mythos, wenn abends alle ihr Auto einstecken, dann bricht das Netz zusammen, weil wir haben natürlich die Not, unsere Autos auch irgendwie zu tanken oder zu laden. Aber ich finde, die Frage ist einfach falsch gestellt. Denn da frage ich mich zunächst mal, warum gehen eigentlich immer die Lichter aus und nicht die Ladesäule gar nicht erst an? Dafür haben wir doch ein intelligentes Lastmanagement. Wenn abends alle ihr Auto aufladen, dann bricht das Netz zusammen. Die Antwort ist ja, das stimmt. Das würde passieren. Wenn alle abends ihr Elektroauto gleichzeitig aufladen, dann bricht das Netz zusammen. Ein Plug-in-Fahrzeug lädt zu Hause mit 3,7 kW oder dreiphasig mit 11 kW. Dann die Frage, wer besitzt Föhn, Herd und Backofen, Toaster, Wasserkocher? Warum gibt es morgens, abends nicht sowieso regelmäßig Stromausfälle? Weil da haben wir auch locker 11 kW, wenn wir die Sachen alle anmachen. Das Thema ist, nicht alle Verbraucher werden von allen gleichzeitig genutzt. Es gibt da diesen Gleichzeitigkeitsfaktor, den die Energieversorger annehmen. Es ist, unsere Leitungen, die in der Straße liegen, sind natürlich nicht so dick, dass wir alle Verbraucher, die wir im Haus haben, gleichzeitig einschalten können. Das ist auch völlig utopisch, dass das jemals passiert. Man kann das einfach mal testen. Verabredet euch mit dem Straßenzug mal morgens auf 7 Uhr
Und dann soll mal jeder alle Geräte einschalten, die er im Haus hat. Pro Tipp von mir, den Kaffee vorher kochen, weil dann ist erstmal dunkel. Praxisbeispiel vielleicht aus einer, das ist eine, wo war das her? Ich glaube in Baden-Württemberg, eine Tiefgarage, die haben 45 Elektroautostellplätze gebaut und hatten 45 E-Autos von einem Unternehmen, die dann im Schnitt auch 13.000 Kilometer gefahren sind. Und die haben festgestellt, dass im absoluten Peak 14 dieser 45 Ladepunkte belegt waren, in der Regel jedoch nur 0,1 und in 50% der Zeit lädt niemand. Das heißt, man wird sicherlich nicht hier bei den 45 Ladepunkten 45 mal 11 kW Anschlussleistung bereitgestellt haben, sondern da reichen wahrscheinlich 100 Kilowatt, um diese Spitzen, die sehr, sehr selten nur vorkommen, diese gleichzeitige Belastung überhaupt abzufedern. Das Schlagwort ist hier natürlich auch wieder Energie- oder Lastmanagement. Man kann jetzt entweder sagen, wenn 13 Leute kommen, es laden erstmal nur 10 statt der 13, dann kann der 11., 12., 13. zwar seinen Stecker reinstecken, aber der fängt erst in ein, zwei Stunden an zu laden. Oder alle 13 bekommen nicht die 11 kW, sondern jeder erstmal nur 8. Das reicht auch sicherlich dann aus. Und da kann man auch sicherlich mit mehr Intelligenz arbeiten. Brauche ich jetzt den vollen die vollen 11 kW oder 22 kW, vielleicht macht man den Strom dann einfach ein bisschen teurer. Oder ich sage, ich bin sowieso für die nächsten 8 Stunden im Office, von mir aus kann der auch mit 5 kW laden. Oder der Akku ist eh noch zu 90% voll, dann kann das Auto sich mit der Ladesäule und die Ladesäule untereinander unterhalten. Sie wissen, wie viel Strom sie aus dem Netz nehmen können und können sich dann entsprechend organisieren. Das heißt, in den meisten Fällen kann man den Ausbau des Netzanschlusses vermeiden, beziehungsweise der kann wesentlich geringer dimensioniert werden. Eine kurze Frage. Gibt es bei den, wie heißen die, diese Homeboxen, diese Ladeboxen? Diese Wallboxen zu Hause, Wallboxen, ja. Genau. Gibt es da ein ähnliches Lastmanagement, also so ein Remote-Lastmanagement-System, wie das auch bei den Wärmepumpen zum Beispiel der Fall ist, weil die Stadtwerke können ja remote eine Wärmepumpenheizung bis zu zweimal pro Tag ausschalten, um halt solche Lastspitzen abzufedern. Ja, ja. Meines Wissens ist das keine, also zumindest in meinem Fall, anekdotisch kann ich sagen, dass es keine Fernsteuerung ist, sondern dass die Wärmepumpe einfach zu einem festen Zeitpunkt ausgeschaltet wird. Das heißt, der Verteilnetzbetreiber hier in der Gegend, die Firma Westnetz, weiß, dass mittags von 11 bis 12 viele kochen oder abends von 6 bis 7 viele kochen und dann werden diese Wärmepumpen in dieser Zeit ausgestellt. Ich hatte vor 14 Tagen noch eine Unterhaltung mit einem Elektriker, der bei uns noch was gemacht hat. Der sagte, in Hilchenbach-Kreuzhall ist ganz anders. Da wird es dann irgendwie von 12 bis 16 Uhr 4 Stunden abgeschaltet. Das heißt, das kann dann der Elektriker in Abstimmung mit der Firma Westnetz abstimmen. Ich glaube nicht, dass die dann das von der Ferne aus steuern können, sondern das wird einfach fix eingestellt und auch der Verbrauch der Wärmepumpe geht dann im Netzalter, glaube ich, unter. Bei den Wallboxen, um auf deine Frage zurückzukommen, gibt es theoretisch die Möglichkeit der Fernsteuerung. Das heißt, man kann die Wallboxen heute in die Hausautomation oder in dein Energiemanagement zu Hause oder in deiner Wohnanlage sicherlich integrieren. Es gibt noch keine definierte Schnittstelle, dass der Energieversorger von außen dort eingreifen darf oder kann. Mhm. Das ist aber sicherlich möglich, dass noch in den nächsten Monaten und Jahren, dass da noch irgendwas kommt. Ja, ich wollte nur sagen, praktisch gibt es das ja quasi schon auf der Erzeugerseite. Viele Leute, die eine PV-Anlage haben, die laden ihr Auto irgendwie zu Zeiten, in denen es vielleicht mehr Sinn gibt wegen der Höchsteinspeisung, die vergütet kriegen. Ja, genau. Die PV-Anlagen haben teilweise, ich glaube, das fällt aber auch oder ist schon gefallen, diese 70%-Grenze. Das heißt, man darf nur 70% seiner maximalen Erzeugerleistung einspeisen. Dann macht es natürlich Sinn, wenn man diese 70% überschritten hat, den Strom ins E-Auto zu packen. In der Regel macht es sowieso immer Sinn, den Strom, den man produziert, sofern man ihn nicht selber verbraucht, ins E-Auto zu packen. Das heißt, die Wallbox unterhält sich mit dem Wechselrichter und das Auto lädt nur so viel, wie gerade Strom zur Verfügung steht. Genau. Hier sieht man auch nochmal die
wenn man jetzt weg von diesen Wallboxen geht, wo der Strom so mit 3,7 oder 11 kW ins Auto reintröpfelt, das ist eine Grafik, die kommt von Fastnet. Das ist ein großer Betreiber von Hyperchargern in Deutschland oder europaweit, vielleicht sogar noch darüber hinaus. Die zeigen hier die Prozentauslastung ihrer Hypercharger und die laden nicht mit 3,7 oder 11 kW, sondern die laden mit 150, 200, 300 Kilowatt Gleichstrom. Um auf Langstrecken, meistens an Autobahnen, gibt es diese Ladeparks mittlerweile auch immer mehr, sein Auto auch mal in 15, 20 Minuten wieder vollladen zu können, was heute durchaus machbar ist. Da sieht man, dass sich diese Grafik ziemlich deckt mit einem, sofern schönes Wetter ist, mit einem Solarertrag. Das heißt, morgens fahren die ganzen vollen Porsche Taycans los, haben ihre ganz wichtigen Geschäftstermine und dann geht es um 6 Uhr, geht das langsam hoch, gegen 11, 12, 13 Uhr gibt es dann den Peak. Und dann wird das zum Abend hin wird es dann wieder langsam weniger. Diese Anlagen, diese Hypercharger sind üblicherweise auch am Mittelspannungsnetz angeschlossen. Das heißt, da kommen keine 400 Volt, da kommen 10 kV an. Die großen Wind- und die großen Solarparks sind natürlich auch am Mittelspannungsnetz angeschlossen. Das heißt, diese Hypercharger belasten unser Verteilnetz überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, sie nehmen tagsüber, wenn denn wirklich mal die Sonne scheint und die PV-Anlagen produzieren, nehmen sie diesen Strom weg und pumpen den in die dicken Bonzenkarren rein. Ja, der nächste Punkt, auf den ich gerne drauf zu kommen möchte, ist mir schon lange ein Dorn im Auge, rede ich sehr gerne und viel drüber. Ich warte auf Wasserstoff. Warum tanken wir unsere Autos nicht mit sauberen Synfuels? Der Finanzminister Lindner oder die FDP an sich hat ja großes Interesse daran, dass die EU noch die Verwendung von Synfuels auf jeden Fall erlaubt und wir die flüssigen Kraftstoffe nicht komplett verbieten. Ich habe überhaupt nichts gegen grünen Wasserstoff. Man muss natürlich da auch entscheiden, da gibt es Wasserstoff in sehr vielen Farben. Es gibt den blauen, es gibt den grünen, es gibt den roten, es gibt den grauen. Wasserstoff hat seinen wichtigen Platz in der Energiewende oder in der Mobilitätswende, aber nicht im Auto. Also es gibt definitiv Einsatzzwecke für Wasserstoff, aber bitte nicht im PKW und in der Individualmobilität. Warum? Das ist eine Grafik, die muss man, glaube ich, ein bisschen näher erklären. Die Energieeffizienz, die man hat von der Gestehung der entsprechenden Energieform, bis dass sie irgendwo am Reifen ankommt. Die erste Bar zeigt die direkte Elektrifizierung. Man sieht in schwarz die Zahlen, das sind die aktuellen Werte und diese gelben, dunkelgelben Balken daneben, das ist die Prognose, wie wir es wahrscheinlich in den nächsten 30 Jahren noch erreichen können. Wenn wir davon ausgehen, dass wir 100% erneuerbare Energie produzieren, dann landet nach Transport und Speicherung bzw. Verteilung landen noch 94% an der Steckdose. Von diesen 94% nimmt das Charging Equipment 5% weg, nimmt die Batterieeffizienz 5% weg, dann haben wir noch den DC-AC-Wechselrichter im Auto, der 5% wegnimmt und ein Elektromotor hat auch nur eine Energieeffizienz von vielleicht 95%, sodass wir in Summe eine Overall Efficiency haben, Well-to-Wheel, also von der Gestehung bis an die Straße von 77%. Wir werden das wahrscheinlich in der einen oder in den kleinen Prozentpunkten noch mal ein bisschen was verbessern können, sodass wir vielleicht in 30 Jahren bei 81% sind. Daneben ist der Wasserstoff. Da gehen wir erstmal auch davon aus, dass wir 100% erneuerbare Elektrizität verwenden für die Elektrolyse. Das ist insofern schon schwierig, dass wir ungefähr die fünffache Menge Wasserstoff brauchen, um die gleiche Menge Wasserstoff zu erzeugen, die ein normales Elektroauto bei direktem elektrischen Antrieb hätte. Durch die Elektrolyse, das ist einfach physikalisch auch bedingt, da gibt es irgendwo Grenzen. Wir sind im Moment bei einer Effizienz von 46%. Da ist noch Luft nach oben, aber wir werden auf jeden Fall nicht über die 85% kommen. Und mit Transport,
Storage und Verteilung sind wir bei 89% Well-to-Tank. Das heißt, wenn der Wasserstoff im Tank ist, dann haben wir nur noch 68% der eingesetzten Energie. Und dann kommt, fällt das Thema Charging Equipment, Batterieeffizienz fällt in dem Fall weg. Dafür haben wir die Wasserstoff-to-Electricity Conversion, das heißt, wir haben die Brennstoffzelle, wir haben dann auch einen DC-AC-Wechselrichter und der Motor ist der gleiche wie bei einem Elektroauto. Es ist ein Elektroauto, nur halt mit einer Brennstoffzelle, sodass wir auf eine Overall-Efficiency von 33% kommen, in 30 Jahren vielleicht auf 42%. Und dann kommt diese Power-to-Liquid-Thematik, die die FDP auch gerne propagiert. Da haben wir das gleiche Thema. Wir müssen erstmal Elektrolyse betreiben. Wir müssen aber irgendwo auch CO2 herbekommen. Das heißt, wir haben die entweder CO2-Air-Capture oder haben irgendwelche anderen Möglichkeiten, wo wir Kohlenstoff oder CO2 herbekommen, den wir dann synthetisieren können. Transport und Storage ist dann relativ einfach. Da gibt es keinerlei Verluste. Es ist einfach dann eine Flüssigkeit. Aber am Ende bleiben nur noch 55% der eingesetzten Energie übrig. Und die geht dann in einen Verbrennungsmotor. Und der Verbrennungsmotor hat eine Effizienz von 36% von armseligen, ein Diesel. Sodass am Ende von der eingesetzten Energie noch 20% übrig bleiben. Bei Benziner ist es noch schlechter, der hat eine noch schlechtere Effizienz. Da haben wir die gleichen Verluste durch Elektrolyse, CO2-Air-Capture und Synthese und haben am Ende bei 30% Effizienz im Motor bleiben 16% der Energie übrig. Also es ist völliger Quatsch, mit E-Fuels irgendetwas zu betreiben, wo man doch eine Elektrotankstelle mit vertretbarem Aufwand an jede Ecke einfach hinstellen kann. Die E-Fuels werden sich sicherlich etablieren an Stellen, wo geringes Gewicht notwendig ist, zum Beispiel im Flugverkehr oder wo lange Strecken ohne Tankstelle irgendwie absolviert werden müssen, zum Beispiel im Schiffsverkehr. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das E-Liquids oder vielleicht auch direkt Wasserstoff irgendwie eine Zukunft haben, aber bei PKWs ist das Unsinn. Das Beste ist immer die direkte Elektrifizierung. Das ist das Beste, was wir eigentlich heute machen können. Auch ein Wasserstofffahrzeug hat heute immer eine Batterie. Das heißt, auch da haben wir die entsprechenden Probleme bei der Batterieerzeugung oder bei der Batterieherstellung. Da komme ich auch gleich noch drauf zu. Also die sind auch nicht wirklich umweltfreundlicher als ein reines Elektroauto. Und sie sind zudem wartungsintensiv, die Brennstoffzelle ist nicht wartungsfrei. Ein Elektroauto ist de facto wartungsfrei oder fast wartungsfrei. Ich will ja nicht mit absoluten Aussagen hier sprechen, aber es ist de facto kaum etwas, was an einem Elektroauto kaputt gehen kann. Der Elektromotor ist der älteste Motor, den wir überhaupt haben. Der ist erprobt, der hat viel, viel weniger Teile als der Verbrenner. Da gibt es keine Reibung, da gibt es keine Probleme in der Art und eine Brennstoffzelle ist einfach wartungsintensiv. Der Reichweitenunterschied ist natürlich noch ein Argument aktuell für Wasserstoff. Man kann Wasserstoff auf einer wesentlich geringeren Volumen packen und kann dann auch mit einem Wasserstoffauto mit einem ausreichend großen Tank auch weite Strecken fahren, also im Bereich von über 1000 Kilometern, aber der Reichweitenunterschied wird aktuell rapide kleiner. Da kann ich auch gleich zur Batterietechnologie noch ein bisschen sagen. Wenn man jetzt von diesen verschiedenen Erzeugungsmöglichkeiten von Wasserstoff oder E-Fuel ausgeht, ich habe jetzt hier mal die EU genommen, also EU 27, wie wir sie aktuell haben, wenn wir versuchen wollen, die EU-weit von diesen Verbrennern wegzukommen und wie viel Photovoltaik und Windfläche bräuchten wir, um die komplette EU dann elektrifizieren. Es gibt dann drei Szenarien. Das eine ist das batterielastige Szenario. Da würde ich eine Fläche von 3,2 Dänemark ansetzen. Zum Vergleich, ein Dänemark ist ungefähr 16,77 Saarland. Dann haben wir bei bei der Energiequelle Wasserstoff methanlastig, da sind wir schon bei 4 Dänemarks, die wir brauchen. Und bei synthetischen Fuels sind wir bei 5,5 Dänemark. Und wenn wir nur Synth-Fuels einsetzen, dann sind wir bei 10 Dänemarks, die wir brauchen an Photovoltaik oder Windfläche.
um unsere ganzen Autos mit Synfuels zu betanken. Auch das macht eigentlich keinen Sinn. Ja, dann die nächste Aussage. E-Autos sind nicht umweltfreundlicher als Verbrenner. Also zunächst mal muss man sagen, ein E-Auto verbrennt nichts. Das muss man vielleicht mal sacken lassen, denn alles, was man verbrennt, das ist erstmal weg. Die Materialien, die in einem E-Auto eingehen, die am kritischsten zu betrachten sind in Bezug auf Auswirkungen auf die Umwelt, sind in der Regel recyclingfähig. Sind recyclingfähig heißt nicht, dass man sie heute schon recyceln kann und dass wir da große industrielle Möglichkeiten für haben. Aber das ist auch das Henne-Ei-Problem. Die Batterien sind demontierbar, sie sind zerlegbar. Die Chemie da drin ist durchaus trennbar. Nicht nur, wie man es heute oft macht, die Batterien in den Hochofen schmeißen, verbrennen und den Metallklumpen, der unten rauskommt, nochmal irgendwie galvanisch oder wie auch immer chemisch aufzutrennen, sondern man kann das durchaus mechanisch voneinander trennen mit wenig bis gar keinem Energieaufwand und kann die Chemie auch recyceln. Es werden die Dinge entwickelt. Es gibt kleine Unternehmen, die das schon tun, im mehr oder weniger großen Maßstab. Es gibt noch keine Großindustrien dafür, aber die wird es geben. Aber de facto ist das ein Thema. Also das To-Do ist, das Akku-Recycling hinzubekommen. Es werden aktuell unfassbar viele Lithium-Akkus produziert. Sogar diese Einweg-E-Zigaretten haben mittlerweile Lithium-Akkus drin, weil sie einfach billiger sind als alles andere, was man produzieren kann. Und dann kann man nach 600 Zügen, schmeißt man da diesen Lithium- und Kobalt-Akku einfach weg. Das Problem ist hier sicherlich Kobalt, Lithium und der entsprechende Wasserverbrauch, der bei der Produktion eines Akkus anfällt. Vielleicht eine eher rhetorische Frage. Was haben 10 Avocados oder 250 Gramm Rindfleisch und ein Elektroauto gemeinsam? Sie haben den gleichen Wasserbedarf. Das heißt, man braucht für 10 Avocados, was den reinen Wasserverbrauch angeht, genauso viel Wasser wie um einen Elektroauto-Akku. Und ich rede jetzt hier nicht von so einem Plug-in-Hybriden, sondern von einem 50 Kilowattstunden Akku, den zu produzieren. Es werden aktuell aber auch 17,5 Milliarden Liter Öl produziert bzw. verbraucht weltweit. Und für die Förderung gibt es auch einen Verbrauch von 56 Milliarden Liter Wasser. Mit diesem Wasser könnte man das Lithium für 1,5 Millionen große Tesla-Akkus, also 90 Kilowattstunden Akkus, gewinnen und das jeden Tag. Und das Wasser, was für die Ölförderung verwendet wird, das verdunstet nicht, so wie es bei der Batterieherstellung passiert, sondern es wird vergiftet und wird noch irgendwo hingeleitet. Das heißt, es ist nicht einfach nur, steht uns nicht mehr als Trinkwasser zur Verfügung, sondern es wird sogar noch irgendwie vergiftet und wird irgendwo eingeleitet. Das kritischste Thema ist, glaube ich, das Thema Kobalt. Kobalt ist durchaus problematisch. Gut, das trifft auf alle Industrien zu, aber darf natürlich keine Ausrede sein. 60% des Kobalts kommt aus der Volksrepublik Kongo. Davon kommt 20% aus sogenanntem Kleinbergbau. Das heißt, insgesamt 12% des ganzen Kobalts sind kritisch. Und zwar sehr kritisch. Kleinbergbau heißt übrigens das hier. Kleinbergbau heißt, dass junge Kinder, Afrikaner aus dem Kongo, das giftige Kobalt mit den Händen aus dem Boden kratzen, wortwörtlich. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass die heutigen Elektroautos oder die Elektroauto-Akkus, die heute produziert werden, immer weniger Kobalt bis hin zu gar kein Kobalt mehr enthalten und dass wir dieses Thema auch auf absehbare Zeit auch wirklich loswerden. Vielleicht noch ein Punkt zur Akkuchemie. Ja. Der wird ja auch eingesetzt beim Verbrenner. Also ja. Material für Lager, für genau, etc. Ja, überall da, wo wirklich harte Metalle oder wo bewegliche in Lagern, in Kurbelwellen, wo Metall auf Metall rollt oder reibt, wird auch Kobalt eingesetzt. Genau, also auch in der Stahlproduktion im Motor ist sicherlich Kobalt drin. Vielleicht auch nicht in der Menge, da habe ich jetzt keine genauen Zahlen. Also für die
Ja. Also der Rest ist woanders angekommen. Ja, ja. Das ist schlimm genug, dass wir dieses Kobalt auch für alle anderen, für viele andere Dinge noch einfach verwenden und da noch nicht wirklich einen Ersatz gefunden haben, weil das ist definitiv menschenverachtend, unter welchen Umständen das Kobalt auch heute noch produziert wird. Und der Weg ist nicht unbedingt nachvollziehbar. Das heißt, man kann nicht davon ausgehen, wenn man jetzt den Akku aus der europäischen Herstellung kauft, da ist auch 12% Kleinbergbau drin. Das ist einfach so. Der Kobaltanteil in unseren Kleingeräten, ja, in unseren Handys und in unseren Laptops ist übrigens ungleich höher. Das heißt, diese Kleingeräte-Akkus, dadurch, dass da eine sehr viel höhere Energiedichte einfach notwendig ist, weil wir das alles möglichst leicht und klein haben wollen, der Kobaltanteil ist hier um ein Vielfaches höher. Natürlich ist der Akku auch kleiner, aber wenn ein Elektroauto vielleicht zu 0,4% oder 0,3% Kobalt verwendet, dann sind das hier auch gerne mal 30-40% Kobalt, die in so einem Handy-Akku drin sind. Das muss man sich auch mal bewusst machen, wie viel von diesen Erden wir auch in unseren Alltagsgeräten schon jetzt haben, über die vielleicht noch keiner redet. Es gibt LFP, also Lithium-Eisenphosphat-Akkus ohne Kobalt. Der Tesla Model 3 wird komplett ohne Kobalt, also mit kobaltfreien Akkus gebaut. Viele chinesische Hersteller, CATL, BYD und wie sie alle heißen, bauen mittlerweile kobaltfreie Akkus. Und ab nächstes Jahr, beziehungsweise Ende diesen Jahres, wird CATL oder CATL, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, dann auch endlich natriumbasierte Akkus in Serie produzieren. Das heißt, sie haben jetzt vor ein paar Tagen noch, am 24.03. hat die BYD ihren Sehol E10X, ihren ersten Pkw Release, der in Zukunft Ende des Jahres mit Natrium-Akkus, also mit einer Natrium-Batterie laufen wird. Jeder Ressourcenabbau ist aber erstmal prinzipiell problematisch, aber zum Recycling kann ich später noch was sagen. Hier nochmal kurz die Akronyme, die man vielleicht liest. Es gibt also diese Lithium-Akkus, Lithium-Kobaltoxid, Lithium-Eisenphosphat, wir haben dann Nickel-Mangan-Kobalt, die mittlerweile bis zu 200 Wattstunden pro Grammstunde speichern können. Und wir haben die Lithium-Manganoxid, die bei 120 Kilowatt sind. LFP ist mittlerweile eine kobaltfreie Chemie. Und auch diese, was ich eben schon sagte, diese Natrium-Ionen-Akkus, die mittlerweile kommen, die komplett auch ohne Lithium auskommen, die wirklich Natrium-Ionen verwenden, kommen komplett ohne Kobalt, ohne Nickel und ohne Lithium aus. Die Energiedichte ist noch nicht so, wie Sie sich das vorstellen. Aber wie gesagt, das erste Auto wird jetzt serienreif produziert und es kann nicht mehr lange dauern, bis diese Akkus auch an die Energiedichten rankommen, die wir vielleicht von Nickel, Mangan, Kobalt heutzutage gewöhnt sind. De facto ist aber auch das, was wir heute kaufen können, noch kein Natrium-Akku. Das heißt, das wird auch noch 3-4 Jahre dauern, bis das bei uns Einzug gehalten hat. Dann ein Punkt, den ich am Anfang auch oft gedacht habe, dass die Batterien ja eigentlich nicht lange halten. Und da sind die Hersteller auch damals mit einhergegangen und haben aus Angst, dass die Akkus nicht lange halten, auch teilweise eine Mobilitätsgarantie von 8 Jahren geben müssen, damit die Leute überhaupt die ersten Elektroautos kaufen. Oder Renault hat die Batterien vermietet. Das heißt, man hat sich seinen Renault Zoe damals gekauft und hat für 79 Euro im Monat sich den Akku dazu gemietet, um einfach dem Endverbraucher die Angst zu nehmen, dass der Akku einfach nach 2 Jahren platt ist, wie wir es von unseren Handys ja auch kennen. Zuerst hält der Akku vielleicht noch 1,5-2 Tage und am Ende sitzt er nur noch ein paar Stunden. Wie sagt der iPhone-Nutzer, am Freitagmittag noch 3-mal laden, dann ist Wochenende. Bei den Autobatterien ist das natürlich ein bisschen was anderes. Es gibt eine sehr eindrückliche Grafik, die von Tesla kommt, weil sie relativ früh schon mit diesen Elektroautos angefangen haben und weil sie ein sehr, sehr geiles Batteriemanagementsystem von Anfang an schon hatten, die Leistungsfähigkeit oder State of Health ihrer Akkus von der ersten Stunde an mitprotokolliert. Und da sieht man hier die Batteriereichweite. Das ist jetzt ein Tesla Model S oder ein Model X gewesen. Die Batteriekapazität sind bei 100% gestartet und dann sieht man die
Meilen, das sind also 200.000 Meilen, wo der Akku am Ende noch eine Restkapazität hat von über 80%. Der Akku gilt als defekt, das macht jeder Hersteller anders. Der Akku gilt als defekt, wenn er vielleicht 80 oder 85% Restkapazität unterschritten hat. Das Akkuleben richtet sich eigentlich auch nicht nach der Laufzeit, indirekt natürlich nach den Kilometern, vor allen Dingen aber nach der Zyklenanzahl. Der heutige Akku kann so zwischen 1500 und 3000 Mal voll geladen werden, das heißt volle Ladezyklen. Das sind bei 350 Kilometer Reichweite und bei 1500 Zyklen sind wir bei 520.000 Kilometern und bei 3000 Zyklen sind wir bei 1 Million Kilometer. Das ist durchaus eine Laufzeit, die wenigsten PKWs erreichen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Elektroautos, die man heute kauft, vorher auseinanderfallen, bevor der Akku seine 80% oder sogar 85% Restkapazität unterschritten hat. Hier auch wirklich volle Zyklen. Das heißt, wenn ich den Akku von 80% auf 90% nur lade und fahre Brötchen holen und lade ihn wieder von 80% auf 90%, dann mache ich das 10 Mal und dann habe ich einen Ladezyklus erreicht. Also das sind wirklich komplette von 0% auf 100% diese Ladezyklen, die mit 3000 angegeben sind. Je weniger Dynamik in diesem Akku drin ist, desto länger hält er natürlich. Das ist ein bisschen Augenwischerei. Oder man muss das man muss sehen, dass es hier sich um relativ große Akkus handelt. Also S und X, die werden, ich weiß nicht, anfangs mit 60, mittlerweile mit 70, 80, 90, 100 Kilowattstunden ausgeliefert. Da kann man natürlich auch schön seine 1000 Kilometer mitfahren. Aber dann dauert es auch entsprechend länger, bis diese 3000 Zyklen erreicht sind. Das ist bei einem Plug-in-Hybriden dann anders, der nur seine vielleicht 10 Kilowattstunden Batterie hat und seine 50 Kilometer fährt. Aber auch selbst, wenn man die regelmäßig komplett leer fährt, jeden Tag und jeden Tag komplett auflädt, dann sind diese 3000 Zyklen nach 8 Jahren erreicht und dann hat die Batterie noch eine Restlaufzeit von 85%. Das ist auch meistens noch okay. Und 85% heißt ja nicht kaputt. Also für den Hersteller heißt es kaputt, aber eine Restlaufzeit von 85% hat mein Mobiltelefon nach 2 Jahren definitiv nicht mehr. Ja, was machen wir dann mit dem Akku? Der Akku ist Sondermüll, Elektroschrott, hochgiftig und wird in Afrika landen, wo er vielleicht von den gleichen Kindern auseinandergebaut werden muss, die vorher das Kobalt aus der Erde geschürft haben. Es gibt ein Leben nach dem Tod, zumindest für Akkus. Es gibt die Möglichkeit des Second-Life-Einsatzes. Da scheiden sich auch die Geister, beziehungsweise es gibt unterschiedliche Meinungen, weil natürlich will auch ein Verteilnetzanbieter keine Akkus einsetzen, die nur noch 85% Restlaufzeit haben. Ich glaube aber, dass sich das über den Marktpreis irgendwann auch regeln wird. Sie sind sehr, sehr gut als Pufferspeicher für das Netz einzusetzen. Dort könnte man sie auch noch weitere 10 bis 15 Jahre einsetzen, um sie dann auch wirklich zu recyceln und zu demontieren. Weil das muss man auch sagen, ein Elektroauto ist zu wertvoll, die Ressourcen sind zu wertvoll, egal was drin ist, um sie wirklich zu verschrotten. Im Moment sind 95% recycelbar, das heißt noch nicht, dass sie recycelt werden können, das muss man auch sehen. Bei der Zelle sind es derzeit 40-60%. Das muss man sicherlich noch nach oben optimieren. Es gibt in China gibt es ein Batterierecycling. Die Deutschen schreiben es jetzt, oder die EU schreibt es jetzt vor, mit einer 50% Recyclingquote, die es geben soll. Die Industrie befindet sich im Aufbau. Das wird also auch stark zunehmen, dass wir da auch ein Recycling sehen. Im Moment ist es schlicht so, dass es sich nicht lohnt, weil Lithium aus der Erde zu holen bzw. zu importieren und irgendwo anders erzeugen zu lassen, ist immer noch billiger, als in Europa die Akkus auseinanderzunehmen und zu recyceln. In der Dohl ist das alte Kraftwerk da. Genau. Ja, dann noch ein Punkt. Elektroautos fahren doch mit Kohlestrom. Wenn man sich nicht um seinen Stromanbieter kümmert, dann ist das so. Ich glaube, die meisten, die hier sind, werden sich um ihren Stromanbieter gekümmert haben und werden ihren Strom nicht mehr von RWE beziehen oder von E.ON. Ein Elektroauto, das heute mit polnischem Strom fährt, das ist die zweite Grafik, weil die Polen am meisten Kohlestrom in der EU
erzeugen oder ihren meisten Strom aus Kohle erzeugen, ist ein Elektroauto, das komplett mit polnischem Strom fährt, immer noch besser als ein Diesel. Das ist die erste Säule. Das heißt, Tank to Wheel, also vom Kraftstofftank bis zum Rad oder vielleicht sachlich richtiger, von der Tanksäule, von der Ladesäule bis zum Rad, betrachten wir hier die Wirkkette von aufgenommener Energie, also Kraftstoff oder elektrische Energie, bis zur Umwandlung auf kinetische Energie bei den entsprechenden Fahrzeugen. Die letzte meist geeichte Messeinrichtung für die Übernahme der Endenergie in das Fahrzeug ist dabei meistens die Tanksäule oder die Ladesäule, die dann entsprechend geeicht ist. Das heißt, da wissen wir sehr genau, wie viel Strom dann noch in das Fahrzeug rübergeht. Bei Tank-to-Wheel ist also der Teilbereich der gesamten Energiekette Well-to-Tank hier betrachtet. Das heißt, wir haben, das ist dann die Technik, die das Kraftfahrzeug direkt betrifft, also die Bereitstellung der Antriebsenergie. Wir haben hier dieses Powertrain, das ist der Antriebsstrang, dann haben wir dann entsprechend dieses dunkle, die Lithium-Batterie, dann Glider. Glider ist das alles beim Fahrzeug, was nicht dem Antrieb dient. Das heißt, alles außer Räder und Motor, das ist dann der Glider, der verbraucht identische Ressourcen, egal ob ich ein Diesel-Pkw oder mit Strom fahre. Das heißt, das sind immer 13%. Ein Elektroauto sieht genauso aus, also was das reine Fahrzeug angeht, ohne die entsprechende Antriebstechnik, verbraucht auch die gleichen Ressourcen. Interessant ist beim Diesel dann die 163 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilometer, die der Diesel verbraucht. Und dann haben wir dementsprechend noch dann Well-to-Tank, den entsprechenden Antrieb. Bei den Strommixen sieht es dann so aus, dass wir Powertrain, die Batterieerzeugung bzw. den Glider ist identisch. Das Einzige, wo sich die Effizienz der Fahrzeuge unterscheidet, ist, wo kommt der Strom her und wird der Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen oder nicht. Man sieht in Frankreich 40 Gramm CO2, weil sie ja mit grünem Atomstrom fahren und kein CO2 emittieren. In Schweden ist natürlich sehr viel Wind und vor allen Dingen auch Wasserkraft dabei. Und die Deutschen sind auf Platz 3 mit einem noch nicht ganz sauberen Strommix, sodass wir bei 82 Gramm CO2 Well-to-Tank immer noch angekommen sind. Aber wer mit grünem Strom fährt und wer darauf achtet, dass sein Strom aus erneuerbaren Energien kommt, der kann dieses Well-to-Tank einfach auch mal auf Null reduzieren oder fast auf Null. Hier übrigens die CO2-Emissionen, die wir, der CO2-Emissionsfaktor, den wir für unseren Strommix sehen. Man sieht dann schon, dass wir auf dem Weg sind, auf erneuerbaren Energien zu setzen, die kein CO2 mehr emittieren. Das heißt, diese Grafik geht weiter nach unten, aber sie geht meiner Meinung nach viel zu langsam nach unten. Das heißt, wir müssen da sehr viel mehr tun. Im Jahr 2020 wurde dann der CO2-Emissionsfaktor für den Strommix in Deutschland auf 420 Gramm pro Kilowattstunde geschätzt. 1990 waren es noch 764 Gramm. Nimmt also kontinuierlich ab. Und in den Ländern in der EU ist übrigens aktuell Estland das Land mit dem höchsten CO2-Emissionsfaktor nach Polen und Zypern. Und am geringsten haben wir eben schon gesehen Schweden und vor allen Dingen auch Litauen, die am geringsten CO2 erzeugen. Man muss natürlich hier dazu sagen, der Strommix umfasst auch nicht nur fossile, sondern halt auch nukleare, erneuerbare Energie beziehungsweise nukleare und erneuerbare Energieträger und zeigt einfach ist Ausdruck für das Verhältnis der Masse eines freigesetzten Stoffes zu der produzierten Energieeinheit. In dem Zusammenhang auch in 2021 sehen wir, dass eine Kilowattstunde Strom 420 Gramm Kohlenstoffdioxid verursacht hat. Das ist immer noch enorm viel, finde ich. Ja, dann haben wir noch einen Punkt, wo wir eben noch, ich glaube von Smike kam die Frage, Elektroautos sind schlimmer für das Klima als Verbrenner. Oder auch die Batterieproduktion ist so dreckig, da fahre ich weiter Diesel. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie viel Kilometer muss man mit einem E-Auto fahren,
damit ein Elektroauto besser ist. Man kann ungefähr sagen, es sind 20.000 bis 50.000 Kilometer. Ab dann emittiert ein Elektroauto für immer weniger als ein Verbrenner. Das heißt, die Gestehungskosten eines Autos sind vor allen Dingen durch die Produktion der Batterie, weil der Glider ist, wie gesagt, fast identisch, sind vor allen Dingen durch die Produktion der Batterie, wird immer noch extrem viel CO2 ausgestoßen, mal abgesehen von den Metallen und seltenen Erden, wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Und man muss das Auto schon eine ganze Weile fahren, damit das in die positive Klimabilanz rutscht. Das ist jetzt auch mit dem aktuellen Strommix gerechnet. Das heißt, wenn der Strom grüner ist, dann wird es vielleicht auch noch ein bisschen weniger. Und die Technik ist ja auch noch lange nicht ausgereift. Man muss allerdings auch sagen, in Städten Elektroauto als Stadtauto gerade so okay. In Städten gilt eigentlich Stadtauto, nicht Stadtauto. Das heißt, in den Städten gibt es durchaus andere Formen der Mobilität. Wir haben öffentlichen Nahverkehr, der in Siegen natürlich eine Katastrophe ist, aber in einigen Städten klappt das etwas besser. Und die E-Autos sind eigentlich nichts für die Stadt. Dafür gibt es andere Mobilitätsformen. Da kommt auch diese Mikromobilität vielleicht wieder ins Spiel. E-Autos sind perfekt für Überlandfahrten. Sie brauchen viel Platz, sie brauchen eigene Stellplätze. Sie haben aber auch Reichweiten von 300 bis 600 Kilometer. Und man kann mittlerweile ein Elektroauto auch in 20 Minuten wieder volltanken an der Tankstelle, an der Stromtankstelle. Und ein Überlandverkehr ist eigentlich die Stärke des Elektroautos. Das heißt, ein Elektroauto funktioniert nur auf kurzen Strecken, Laden dauert ewig als Vorurteil. Das hängt natürlich von der Ladeinfrastruktur, von der Leistung ab, es hängt vom Fahrzeug ab, vom Ladestandard und so weiter und so fort. Natürlich ist ein Akku in kalten Umgebungen weniger leistungsfähig als in warmen Umgebungen und vor allen Dingen natürlich die Ladeinfrastruktur sorgt dafür, ob das Auto schnell oder langsam geladen wird. Hier nochmal oder zum Vergleich mal die Möglichkeiten, die es mittlerweile gibt. Also wenn wir von der Wallbox zu Hause reden, dann sind wir da unten im Normalladen. Dieses graue 3,7 kW einphasig beziehungsweise dreiphasig 11 kW kann man mit einer Wallbox zu Hause laden. In Ausnahmefällen gibt es auch AC-Ladungen 22 kW oder auch 43 kW. Und dann kommt aber diese DC-Ladesäule ins Spiel. Da gehen wir hoch bis zu 350 Kilowatt. Das heißt, das sind mittlerweile ganz, ganz hohe Ströme, die mit 400 Volt, mit 800 Volt, mit 1000 Volt mittlerweile arbeiten, die dann auch 350 Kilowatt in den Akku reinpumpen können. Das sind diese Hypercharger, die ich eben genannt habe. Die fangen bei 150 Kilowatt an. Es gibt nicht nur diese Charger mittlerweile, es gibt auch die PKWs, die 350 kW mittlerweile schon können. Die haben natürlich diese Leistung nicht komplett von Anfang bis Ende, diese Ladeleistung. Hier sind mal einige Ladekurven von aktuellen PKWs aufgezeigt. Man sieht, dass sie, wenn der Akku ganz leer ist, sie mehr oder weniger schnell starten und dann irgendwann sich auf einem Plateau einpendeln. Das geht dann unterschiedlich hoch. Bei diesem, was ist das denn, Audi e-tron geht das bis 70 Prozent, wo er mit seiner maximalen Ladeleistung von knapp 150 kW lädt. Der Hyundai Ioniq 5, der geht bei 50 Prozent, fängt er schon an abzuregeln. Und je weiter nach oben der Akku gefüllt wird, desto weniger Ladeleistung habe ich natürlich. Unten, das sieht man jetzt leider nicht ganz, da fehlt die Zoe unten. Das sind jetzt so die üblichen Ladeleistungen oder die maximalen Ladeleistungen und auch laut Hersteller, die Autos haben. Man sieht, dieser Porsche Taycan 4S, wer ihn sich leisten kann und will, kann 269 Kilowattstunden laden. Laut Hersteller 270. Man sieht jetzt leider nicht, da unten ist noch der ID.4 mit 126 kW, der Peugeot E208 GT, der hat 100 kW und die alte Zoe, die 50 Kilowatt Zoe R135, die sieht man jetzt unten leider nicht mehr, die lädt mit 50 kW. Wenn man das mal umrechnet, die nachgeladene Reichweite in 10, 20, 30 Minuten,
Man kann also mit diesen teuren Autos, also man muss ja sehen, das sind Taycan, Ioniq 5, e-tron, das sind natürlich Autos, die kosten auch mal eben sechsstellig teilweise. Der Taycan auf jeden Fall, den wird sich kein normaler Mensch kaufen. Aber da gibt es durchaus eine Möglichkeit, auch in 20 Minuten eine Reichweite von 310 Kilometern nachzuladen. Aber auch der ID.4 mit 190 Kilometer und die Renault Zoe kann in 20 Minuten immerhin noch 98 Kilometer nachladen. Das ist schon ein sehr altes Elektroauto, was es schon seit einigen Jahren auf dem Markt gibt. Da muss man vielleicht auch immer in Verbindung sehen, wenn man Langstrecke mit einem Pkw fahren muss und es gibt keine andere Möglichkeit, sitzt man seltenst auch 3 Stunden am Stück hinterm Steuer, sondern man wird immer Pause machen und man muss dann oder man kann auch mittlerweile sehr gut durch geschicktes Timing dieser Pausen einfach da Pause machen, wo es eine Ladesäule gibt. Und wenn man eh mal austritt, sich einen Kaffee holt oder frische Luft schnappt und eine Zigarette raucht, dann sind diese 20 Minuten auch relativ schnell vorbei. Dann noch ein Punkt zu den Ladesäulen. Es gibt nicht genug Ladesäulen. Wir haben mittlerweile 28.000, das sind auch Daten, die jetzt ein halbes Jahr alt sind, wahrscheinlich mittlerweile wesentlich mehr, 28.000 Ladestandorte. Und 85.000 Ladepunkte und davon sind 5.700 Schnellladepunkte, wobei diese Zahl ganz bestimmt schon wieder überholt ist. Die Frage ist, wie tankt man seinen Verbrenner? Wer seinen Verbrenner-Pkw fährt, wann tankt man den Wagen ursprünglich? Also normalerweise, wenn der Tank leer ist. Das heißt, man tankt in der Regel, Tank ist voll, man fährt, Tank ist leer. Das heißt, Tank leer ist ein, ja, interpretierbarer Zustand für den einen oder anderen. Der eine tankt schon, wenn die Reservelampe noch nicht an ist, der andere fährt bis auf den letzten Tropfen, aber leer ist irgendwann auch leer. Tanken bedeutet beim Pkw immer voll tanken, wenn er leer ist und dann wieder voll tanken, wenn er leer ist. Und das ist der normale Rhythmus. Beim Elektroauto wäre das anders. Das heißt, man würde hier einfach versuchen, jede Fahrtunterbrechung auch zum Laden mitzunutzen. E-Autos sollten laden, wenn sie stehen. Und nicht nur laden, sondern vielleicht auch die Energie abgeben. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe, sich in dieses ganze Energiekonzept zu integrieren. Wenn gerade Strom gebraucht wird und die Sonne scheint nicht, aber ich stehe mit meinem Auto irgendwo an der Ladesäule, dann sollte es möglich sein, dass der Strom aus meinem Auto auch dafür genutzt werden kann, um das Netz zu stabilisieren oder andere Verbraucher zu versorgen. Dazu kommt noch, dass Stand Ende 2021 gab es 2021 diese Förderung der KfW für Wallboxen. Kreditanstalt für Wiederaufbau hat dort den Einbau, Kauf und Bau oder Anschluss einer privaten Wallbox gefördert mit bis zu 900 Euro. Da sind 630.000 Anträge eingegangen. Die sind mittlerweile auch abgearbeitet, das hat eine Weile gedauert. Das heißt, wir haben 630.000 private Wallboxen finanziert und es gibt sicherlich noch, da gibt es keine verlässlichen Zahlen, wie viel es da überhaupt gibt, aber es gibt sicherlich auch noch wesentlich mehr private Wallboxen, die nicht über diese Förderung angeschafft worden sind. Das heißt, von diesen öffentlichen Ladepunkten gibt es sicherlich auch noch eine locker siebenstellige Zahl von privaten Ladepunkten, mehr oder weniger privat, dass da auch Arbeit. Mittlerweile gibt es diese Förderung für Privatleute nicht mehr, aber für Unternehmen gibt es jetzt ein entsprechendes Programm. Das heißt, als Unternehmer kann man sich den Aufbau einer Ladeinfrastruktur an den Unternehmensstandorten auch finanzieren lassen. Also man kann hier von deutlich mehr Wallboxen ausgehen, die da im Privathaushalt sind. Vielleicht hier nochmal eine Statistik, welche verschiedenen Ladetypen gibt es? Das gab es zu Anfang, gab es ein sehr, sehr großes Chaos. Mittlerweile hat sich in Europa der Typ 2 Stecker durchgesetzt. Das heißt, die meisten oder alle europäischen Autos und die meisten Autos, die hier sowieso rumfahren, haben diesen Typ 2 Stecker, beziehungsweise die Ladesäulen haben eine Typ 2 Dose. Dose heißt, man muss sein eigenes Ladekabel mitbringen, um da laden zu können. Der Typ 2 Stecker, das sind die Ladesäulen, die schon das Kabel mit dran haben, wo ich es nur noch ins Auto stecken muss und nichts mitbringen muss.
Es gibt eine Menge, die diese Kombo-Ladepunkte bieten mit dem CCS-Stecker, das ist einer der anderen Standorte. Und es gibt sehr, sehr viele Schoko-Möglichkeiten, Lademöglichkeiten, wo man einfach mit dem normalen Schoko-Stecker lädt. Dann natürlich nur einphasig mit 3,7 kW. Und CHAdeMO ist, glaube ich, ein asiatischer, vielleicht auch japanischer Standard irgendwo, der auch den es noch gibt, aber der sich international nicht durchgesetzt hat. Frage. Ja. Welcher Steckertyp davon war der mit dem Gleichstromanteil obendrauf? Das geht mit dem Typ 2. Der würde Wechselstrom und Gleichstrom kann der. Es gibt ja noch den mit diesen zwei. Ja, klar, das ist dann dieser Kombo-Typ. Das heißt, du hast einmal diesen Typ 2, diesen fünfpoligen, und du hast oben dran noch zwei Kontakte, die dann die DC-Versorgung versorgen. Genau. Die Stecker sind auch immer aktiv, das heißt, das Auto kommuniziert aktiv mit der Ladesäule, sie unterhalten sich, der Laderegler im Auto sagt, wie viel Strom er haben will, die Ladebox sagt, wie viel sie aktuell liefern kann, darf oder soll. Und da findet also eine aktive Aushandlung der Ladeleistung auch statt. Und diese Kombotypen, das sind das, was diese Hypercharger mittlerweile haben, die dann nicht nur mit 11 oder 22 kW AC, sondern mit DC, mit entsprechend höheren Spannungen und auch vor allen Dingen Stromstärken laden. Ich habe noch eine Frage aus dem Internet. Ja. Das war vom Punkt vorhin, ich habe das ein bisschen verpennt. Die 20.000 bis 50.000 Kilometer, bezieht sich das auf Neuwagen, in Klammern Verbrenner? Ich verstehe die Frage jetzt aktuell nicht ganz. Also Ich glaube, es ging um dieses, ab wann sich das E-Auto lohnt. Das bezieht sich auf Neuwagen, ja. Ich kann mir vorstellen, dass es darauf hinaus will, dass natürlich ein älterer Wagen zum einen mehr CO2 ausstößt, weil die Motortechnik eine andere ist oder älter ist, dass einfach der Wagen älter ist. Es ist im direkten Vergleich zu einem Neuwagen. Also wer einen Neuwagen Benziner kauft und parallel einen Neuwagen elektrisch, dann braucht man 20.000 Kilometer elektrisch, muss man fahren, um den gleichen CO2-Verbrauch zu haben wie der Benziner, der dann auch 20.000 Kilometer gefahren ist. Das heißt, ab dann verbraucht der Benziner aber weiter, ab dann erzeugt der Benziner weiter CO2 mit jedem Kilometer, wo er dann Kraftstoff verbrennt. Der Elektroauto verbraucht unter der Voraussetzung, dass er mit grünem regenerativem Strom geladen wird, auch kein CO2, sondern der CO2-Ausstoß wird komplett bei der Produktion des Autos eigentlich anfallen. Ich nehme an, hinter der Frage stand, dass ein altes Auto weiterfahren umweltfreundlicher ist, als ein neues anzuschaffen. Ja, das ist auch, glaube ich, so. Also wenn ich das alte Auto länger als 20.000 Kilometer fahre, und es ist ja auch schon produziert, das heißt, diese ganzen CO2-Erzeugung, die bei der Produktion angefallen ist, es macht keinen Sinn, ein funktionierendes Auto abzuschaffen und sich dafür ein Elektroauto anzuschaffen. Dann kann man sich diese Erzeugungsemission einfach sparen. Natürlich ist das Allerbeste, ist überhaupt kein Auto zu fahren, ganz ehrlich, sondern zu sehen, dass man sich mit energiefreundlicheren und auch effizienteren Methoden fortbewegt, Bus, Bahn und dann halt auch, wie gesagt, die Mikromobilität, Bike, E-Bike, Roller, E-Roller und so weiter. Das Beste ist, kein Auto zu fahren. Das Zweitbeste ist, die alte Möhre weiterzufahren, bis sie auseinanderfällt, weil die Ressourcen sind nun mal verbraucht oder gebraucht. Und die drittbeste Möglichkeit ist sicherlich, sich dann, wenn es eine Neuanschaffung sein muss, sich für ein batterieelektrisches Fahrzeug heute schon zu entscheiden. Selbst wenn man selber nicht davon ausgeht, dass man die 20.000 oder 50.000 Kilometer fährt, wenig Fahrer kommen da vielleicht auch erst in 10 Jahren hin. Aber das Auto wird auch länger als 10 Jahre halten. Und wer ein bisschen Kilometer fährt, wie gesagt, Langstrecke, dafür sind die Elektroautos prädestiniert. Da ist ein Elektroauto auf jeden Fall die wesentlich bessere und auch umweltverträglichere Entscheidung. Schon heute. Hier übrigens eine Grafik zur Anzahl der Tankstellen in Deutschland. Wir werden natürlich auch in den nächsten Jahren ein Tankstellensterben feststellen. Wir hatten ein Hoch, jetzt sind leider, sehe ich gerade, die Jahreszahlen abgeschnitten. Das ist ja total doof.
wenn ich das mal zurückrechne, dann werden das so die 70er gewesen sein, wo wir dann nach der Ölkrise, wo es uns wieder gut ging, 40, teilweise knapp 50, 45.000 Tankstellen in Deutschland hatten. Und seitdem ist diese Zahl drastisch gesunken, sodass wir jetzt stagnieren bei ungefähr, ich sag mal, 15.000 Tankstellen, die wir in Deutschland haben. Nur im Vergleich zu den vielen 100.000 Ladesäulen, die wir mittlerweile haben. Also das ist, um das einfach mal in Relation zu setzen, wenn nochmal jemand sagt, wir haben zu wenig Ladepunkte. Ja, und dann noch sicherlich ein Punkt, den wir jetzt mehr oder weniger indirekt auch angesprochen haben, wo ich eben schon sagte, Reichweiten sind zu gering. Von den aktuellen Fahrzeugen, ich habe jetzt hier auch mal ein paar genommen, die vielleicht ein bisschen erschwinglicher sind, wobei Elektroautos sind immer noch zu teuer. Das kommt sicherlich, dass Pkw generell einfach unfassbar teuer sind, weil sie auch unfassbar viele Ressourcen brauchen, um erzeugt zu werden. Und vor allen Dingen auch der Akku nicht nur Ressourcen, sondern auch wirklich die Aufwand verschlingt, um produziert zu werden. Der Akku ist mit das teuerste, was es am Elektroauto eigentlich gibt. Der Tesla Model 3 kann mit 490 Kilometer Reichweite hier aufwarten. Ich habe jetzt mal diese ganzen Protzkarren auf die nächste Folie gesetzt. Man sieht hier, dass so ein Ford Mach-E mit 400 Kilometer pro Stunde schnell laden kann. Das heißt, wenn ich dann eine halbe Stunde stehe, dann habe ich 200 Kilometer im Tank. Der neue Kia EV6 kann sogar 1000 Kilometer schnell laden. Das heißt, bei einer halben Stunde Pause habe ich 500 Kilometer. Also ich habe den auf jeden Fall in unter 30 Minuten komplett vollgetankt, wenn er denn leer ist. Das sind so die km/h pro Stunde, die Kilometer, die ich pro Stunde im Moment nachtanken kann oder nachladen kann bei aktuellen Fahrzeugen. Zum Vergleich hier nochmal diese Protzekarren, die ich eben angesprochen habe, die dann auch wieder sechsstellig kosten. Auch da kommt, wenn ich hier nochmal zurückgehe, der Hyundai Ioniq 5 kommt mit 930 Kilometer pro Stunde, die er laden kann. Da kommen auch diese Karren noch nicht alle dran. Mit einer Ausnahme der Taycan Plus, der auch mit 1050 Kilometer pro Stunde schnell laden kann. Auch da nochmal, das ist natürlich kein Vergleich mit den Autos, die ein normal denkender Mensch sich vielleicht anschaffen würde. Aber das zeigt, was technologisch möglich ist. Und diese Technologie muss einfach auch in den erschwinglichen, in die erschwinglicheren Preissegmente Einzug halten. Ja, dann der Punkt, mit dem E-Auto kann man nicht in Urlaub fahren. Ich habe eben schon gesagt, das ist eigentlich ein Langstreckenfahrzeug. Man sieht hier nochmal die Lademöglichkeiten oder auch dort, wenn 90% Range in Kilometern plus 20 Minuten nachladen, wie weit komme ich dann mit dem Auto? Da komme ich auch durchaus mit diesem Tesla Model 3 Standard Range auf 508 Kilometer, die ich am Stück fahren kann mit einer 20 Minuten Pause. Oder bei einem Tesla Model 3 Long Range sogar 722 Kilometer, die ich am Stück fahren kann mit einer Ladepause von 20 Minuten. Und das ist bei 700 Kilometern macht jeder 20 Minuten Pause. Das kann mir keiner erzählen, dass jemand die runterreißt. Dann gibt es natürlich eine Menge Apps, die einem dieses Laden oder diese Tourenplanung auch erleichtern. Viele Autos machen das auch selber. Tesla ist da natürlich auch wieder Vorreiter. Aber es gibt auch bei Autos, die das nicht können, gibt es entsprechende Apps, die man sich aufs Handy laden kann. Wenn man hier sagt, ich will von München, nee, andersrum, ich will von Flensburg nach München fahren. Man fährt 3 Stunden 25, macht dann in Braunschweig eine Viertelstunde Pause, fährt dann wieder 2 Stunden, macht dann in Nempitz 10 Minuten Pause und macht dann nochmal 25 Minuten Pause kurz vor München bei Berg, bei Hof und kommt dann mit 10% Restlaufzeit an. Das heißt, man hat insgesamt auf dieser Strecke 25, 35, 50 Minuten Pause gemacht und hat 9 Stunden Fahrzeit und 50 Minuten Ladezeit. Ja, dann noch ein Punkt. Es gibt nicht genug Strom für die
Verkehrswende, aber es gibt genug Strom für die Verkehrswende, nicht aber für die Wärmewende, so muss es heißen. Weil das ist nämlich jetzt der Punkt, auf den ich eigentlich auch hinaus möchte. Die Energie, die wir im Kfz-Bereich brauchen, das ist ein Bruchteil der Energie, die wir überhaupt verbrauchen. Der allermeiste Teil geht natürlich in die Industrie. Wir haben, also fangen wir unten an, wir haben die Zahlen von 2008 und die Zahlen von 2017. Wir haben 30,3% geht in die Raumwärme. Das heißt, ein Drittel, fast ein Drittel unserer gesamten Energie brauchen wir zum Heizen. Das ist ein enormes Potenzial, was wir da auf jeden Fall noch schöpfen müssen. Man sieht hier übrigens auch die Überschrift, wir haben 2591 Terawattstunden Gesamtenergiebedarf in Deutschland. Da sind die 600 oder 592 Terawattstunden für den Strom, ist dann noch der kleinste Teil. Von diesen 2591 Terawattstunden, die wir in 2017 gebraucht haben, gehen 27,1% ins Heizen, 4,9% brauchen wir für Warmwasser. Dann haben wir 22% sogenannte Prozesswärme. Dann kommt noch ein kleiner Teil Klimakälte und sonstige Prozesskälte. Und 43,5% sind, der Großteil sind übrige Anwendungsgebiete. Das ist dann meistens die Industrie, das heißt Gasverbrauch, Gläsereien, Raffinerien, stahlproduzierende Betriebe und so weiter, die brauchen den überwiegenden Teil unserer Energie, die wir zur Verfügung haben. Wenn man jetzt auf das Thema Wasserstoff nochmal zurückkommt, wir können nicht genug Wasserstoff produzieren, um die kompletten Autos mit Wasserstoff fahren zu lassen, und wir können auch aktuell noch nicht genug Strom produzieren, um so viel Wasserstoff wiederum zu erzeugen, dass wir diese ganzen, gerade diese übrigen Anwendungsgebiete, die hier mit 43,5% einschlagen, dass wir die komplett ersetzen können. Es macht aber, glaube ich, Sinn, sich dann anzugucken, wie viel CO2 kann ich einsparen, wenn ich dort statt auf irgendwelche anderen Energieträger auf Strom oder auf mit Strom produzierten Wasserstoff setze. Und da gibt es teilweise Vorgänge in der Metallerzeugung, in der Eisenverhüttung oder in der Stahlproduktion, wo man mit einer Tonne Wasserstoff am Ende bis zu 20 Tonnen CO2 einsparen kann. Und das sind vielleicht auch die Hebel, die wir dann als erstes nutzen sollten, wenn wir schon eine begrenzte Menge Wasserstoff zur Verfügung haben, die dann in die Industrien zu packen, die wir vielleicht weiterhin brauchen oder meinen zu brauchen, die aber einen enormen CO2-Einsparungsfaktor vielleicht noch dahinter stehen haben. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte steigt weiter, aber wir sehen, wir sind bei 16,5%, und das ist einfach erschreckend wenig. Hier noch eine zweite Sache, die man vielleicht ein bisschen genauer sich noch angucken kann. Die Jahresnutzungsgrade verschiedener Heizungssysteme in den privaten Haushalten. Wir haben eben gesehen, wir haben über 30% unserer Energie geht auf die Wärme. Es wird immer noch sehr, sehr viel mit Kohle, Strom oder mit Heizöl geheizt. Es wird viel mit Gas geheizt. Und sowohl die Raumwärme als auch Warmwasser. Und da ist die elektrische Wärmepumpe natürlich auch hinterher unschlagbar, was die Energieeffizienz angeht. Dann habe ich eben noch ein paar Begriffe genannt, um nochmal auf die Akkutechnik nochmal ganz kurz einzugehen. Das Cell, da gibt es diverse Begriffe, Cell to Module, Cell to Pack, Cell to Car. Im Moment ist es so, dass man so einen Akku baut, indem man Zellen in Modulen bündelt und diese Module wiederum in irgendwelche Batteriegehäuse einbaut. Die sind dann relativ starr, weil man die Zellen nicht beschädigen möchte. Das heißt, es gibt einen sehr, sehr steifen Rahmen drumherum, und das wird in den Fahrzeugboden eingefügt in der Regel. Dann liegt der Schwerpunkt auch sehr tief, weil die Batterien sind unfassbar schwer und ist damit, ich sag mal, integraler Bestandteil der Pkw-Chassis-Produktion.
Man sucht jetzt natürlich nach Optimierungspotenzialen hinsichtlich Reichweite und auch hinsichtlich Kosten von diesen batterieelektrischen Fahrzeugen. Man nimmt dann die Lithium-Ionen-Batterie als Energiespeicher und Hauptkostentreiber eigentlich in diesem elektrischen Antriebsstrang und versucht dann irgendwie da was zu optimieren. Da hat sich in den vergangenen Jahren durchaus schon was getan. Das heißt, Zelltechnologie, also Wahl von Anoden- oder Kathodenmaterial, haben wir eben schon darüber gesprochen. Separatoren, Elektrolyte, da hat es jetzt gerade vor kurzem noch eine Innovation, will ich nicht sagen, aber man hat endlich mal herausgefunden, warum sich die Lithium-Batterien selbst entladen. Das ist einfach, weil da irgendwie eine PET-artige Struktur in den Batterien drin ist, die dann zu einer Selbstentladung führt. Da ist man seit 10 Jahren noch nicht drauf gekommen. Da gibt es also durchaus im Kleinen wie auch im Großen Möglichkeiten. Die Zellen werden auch mittlerweile anders gebaut. Also diese Aufbaubatteriezelle, Batteriemodul, Batteriepack hat sich die ersten Jahre kaum verändert. Mittlerweile passiert auch relativ viel, dass da auch Bestrebungen sind, die Batteriezellen künftig ohne Module in das Fahrzeug oder direkt ins Batteriepack einzusetzen, also Cell-to-Pack. Und das soll dann auch gleich zu Kosteneinsparungen führen bei zugleich höherer Energie, weil da ist in diesen Akkus ist noch relativ viel Luft drin, wo man sicherlich auch noch Zellen reinpacken kann. Die Batteriemodule setzen sich aus mehreren Zellen zusammen. Also üblicherweise sind die Zellen dann in Reihe geschaltet. Dann gibt es dann dieses Zellkontaktiersystem, die Zellfixierung, Modulgehäuse, Kühlsystem. Die Zellen müssen geheizt bzw. gekühlt werden, um eine optimale Leistung zu bringen. Und dann haben wir irgendwo noch Platz fürs Batteriemanagementsystem. So sieht so eine Batterie dann übrigens aus. Das heißt, man sieht jetzt hier die Module, man sieht das Chassis drumherum. Und das ist so eine, und vorne dieser rote Bereich, das wird dann wahrscheinlich Batteriemanagement oder auch Kühlung oder Heizung sein für die verschiedenen Module. Und in so einem Modul, jetzt hier das ist ein Tesla Model 3 Akku, da sind die ganz klassischen Rundzellen einfach drin. Man kann mittlerweile auch schon Batterien in Blade-Bauweise oder in einer viereckigen, trapezförmigen oder quaderförmigen Bauweise bauen, die dann auch vernünftig gekühlt werden und die dann auch zu einer wesentlich höheren Energiedichte in der Batterie führen. Und man muss die Batterien nicht unbedingt in den Fahrzeugboden einlassen. Es gibt mittlerweile auch die ersten Bestrebungen, dass die Batterie Teil des Chassis wird. Das heißt, alles das, was an harten oder festen Verstrebungen im Auto da ist, einfach mit Batterie zu füllen, das steigert zum einen die Integrität und man hat auch mehr Platz nach unten rein, um die Batterie einfach Teil des Fahrzeugchassis oder Teil der Fahrzeugintegrität werden zu lassen. Ja, ich glaube, jetzt haben wir die 90 Minuten um, würde ich den ersten Teil des Vortrags hiermit gerne abschließen. Wie gesagt, es gibt noch 2-3 Dinge, aber da würde ich, glaube ich, auch nochmal eine zweite Runde in einigen Monaten vorbereiten, dass wir da nochmal in dem einen oder anderen Thema vielleicht noch ein bisschen tiefer reingehen würden. Vielen Dank. Falls im Anschluss noch Fragen sind, ich bin auch noch ein bisschen hier, gerne auf mich zukommen. Genau, vielleicht gibt es aus dem Stream noch Fragen. Sonst, wird das schon eigentlich betrieben überhaupt mit dem, dass das Auto wieder ins Netz speist? Weil ich glaube, bis neulich gab es zumindest in Deutschland noch kein Auto, was zugelassen war. Nee, genau, es gibt, die Autos können es prinzipiell, die Batteriesysteme sind auch, die Ladesysteme in dem Auto sind durchaus in der Lage, das auch bidirektional zu betreiben. Es gibt auch erste Wallboxen, die das prinzipiell können. Und einige, die zumindest hardware-seitig dafür schon ausgelegt sind, wo es die Software allerdings nicht erlaubt. Aber de facto kann es noch kein Serienfahrzeug in der freien Wildbahn. Es gibt Experimente dazu, die auch sehr erfolgreich verlaufen aktuell.
aber die rechtlichen Gegebenheiten sind einfach noch nicht da, um das, den Akku gerade auch in Deutschland als Einspeisung ins Energienetz dann zu betrachten, ja. Aber das ist findet ein riesiges Potenzial, weil man dann durchaus auch bei schlechtem Wetter oder bei hohen Strompreisen einfach dann sagen kann, ich nehme den Strom aus meinem Akku, habe den vielleicht nachts billig getankt und kann ihn dann tagsüber im Haus verbrauchen und nehme das Akku einfach als Energiespeicher für mein Haus. Es gibt ja mittlerweile auch die Energieverträge, die einen stundengenauen Tarif anbieten. Mir fallen jetzt die Namen gerade nicht ein. Tipper zum Beispiel, genau. Wo du dann 24 Stunden im Voraus schon weißt, ich bezahle dann nachts zwischen 3 und 4 nur noch 25 Cent statt sonst 32 für meine Kilowattstunde, lad dann mein Auto voll und kann dann morgens mir den Kaffee davon kochen und vielleicht abends auch noch die Pizza machen und bin zum Büro und wieder nach Hause gefahren und habe das alles mit nachts gekauftem billigen Strom einfach gemacht. Das würde auch die Stromnetze natürlich entlasten, weil dann nicht alle Autos immer zur gleichen Zeit laden, sondern auch zu Lastspitzen die Autos gezielt entladen werden dürfen. Vielleicht auch als Geschäftsmodell, vielleicht kann man den Strom dann auch wieder verkaufen. Das heißt, man tankt nachts für 25 Cent und kann den tagsüber für 32 wieder verkaufen. Das muss natürlich so funktionieren, dass man das weitgehend automatisiert und auch eine gewisse Restkapazität im Auto hat. Aber das ist das Thema aktives Batteriemanagement. Da sehe ich, oder aktives Energiemanagement im Allgemeinen, da sehe ich noch mit am größten Potenzial. Ich habe nur neulich einen YouTuber mal gesehen, der das mit PV-Anlage jetzt macht. Der speist auch ein. Aber es ist relativ schwierig, einen zu finden, der das dann wieder für dich verkauft und auch insgesamt die rechtliche Lage dann einspeisen zu dürfen, das ist halt ja, genau. Sehr kompliziert. Ich habe noch eine Frage zu dem Mythos Verbrennung oder dass Elektroautos relativ leicht brennen und schwer zu löschen sind. Aktuell haben wir ja das sehr safe Verfahren, dass wir hochentzündliche Flüssigkeiten in einem relativ offenen Verfahren von ungelernten Kräften in solche Tanks von PKWs bringen, also dieses klassische Tankverfahren. Wie sieht das aus, wenn die Elektroautos dann brennen? Gibt es da auch jetzt riesige Probleme, jetzt durch die fast 1 Million Elektrofahrzeuge? Also Elektroautos brennen, sie sind nicht unbrennbar, sie können brennen, aber sie brennen statistisch gesehen wesentlich seltener als Verbrenner. Es gibt sehr, sehr wenige Beispiele, wo Autos spontan in Flammen aufgehen. Das kann sowohl beim Laden oder Entladen passieren. Das kann aber auch während der Fahrt passieren. Aber statistisch gesehen brennen Elektroautos weniger. Es ist im Moment, wenn sie denn brennen, dann gab es durchaus in den ersten Jahren Probleme, was das Löschen angeht. Also es ist so, vielleicht kann da fachkundige Feuerwehrmänner mich dann gleich noch ergänzen. Also es ist mittlerweile so, dass ein Elektroauto, oftmals in Siegen gibt es glaube ich auch diesen Container, da wird dieses Elektroauto komplett unter Wasser in einen Container reingestellt, dann bleibt das da 1, 2, 3 Tage oder Wochen, bis man sagt, das Fahrzeug ist ausgekühlt. Und es gibt mittlerweile Löschlanzen, die Feuerwehr wirklich in diese Batterie, in dieses Chassis dann reinstechen kann, um die Batterie von innen zu fluten, weil die ist natürlich auch entsprechend abgeschottet. Wenn die Chemie dort einmal in Brand gerät, dann brennt die auch. Die Energiedichte ist aber, oder die Energie, die dann frei wird, und auch die Brandlast ist nicht unbedingt höher als bei einem Verbrennungsmotor, und die Chance, dass ein Elektroauto brennt, ist eigentlich auch statistisch geringer. Aber sie sind natürlich nicht unbrennbar. Ja, das ist richtig. In Siegen kommt das dann, kommt so ein brennendes E-Auto dann in eine Mulde und kann da 24 Stunden abkühlen, und danach wird nochmal geguckt, ob es dann weiter brennt oder nicht. Es gibt aber auch die ersten Abschleppunternehmen, die sich auf den Hof Container stellen, wo die dann die Autos reinstellen können, um die da abkühlen zu lassen. Und das mit der Löschlanze ist auch korrekt. Was wir uns theoretisch wünschen würden, wäre ein Akku mit Strotzkupplung, wo wir dann den Schlauch direkt anschließen könnten.
Aber das ist doch auch chemieabhängig, oder? Was du für eine Batteriechemie hast, weil die Eisenphosphate, die sind ja nicht mehr ganz so schlimm wie die Lithium-Ionen oder wie wir sie nennen. Genau, es hängt sicherlich von der Anoden- und auch von der Kathodenchemie ab, wie brennbar das Ganze ist. Das Elektrolyt spielt da auch noch eine Rolle. Neben der Energiedichte wird da auch weiter dran optimiert. Und ich denke auch, dass die Natrium-Akkus dann auch noch mal wesentlich stressfreier sind als die aktuellen Lithium-Ionen-Akkus. Ja. Ich hätte eine Frage bezüglich der Rebound-Effekte. Was diese Elektromobilität angeht, gibt es, so habe ich gehört, ich habe jetzt leider keine Statistiken noch nicht dazu gesehen, aber Menschen denken sich, wenn sie ein Elektroauto haben, ja, scheiß drauf, ich kann jetzt einfach Auto fahren und fahren dadurch irgendwie deutlich, deutlich mehr Kilometer, als sie jetzt mit einem Verbrenner zurückgelegt haben, weil es halt eben auch günstiger ist, ne? Und dass der Markt da irgendwas regelt, davon kann man sich, glaube ich, verabschieden. Das ist ein guter Punkt, da habe ich noch wenig zugehört. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass der Mensch an sich, der gemeine Mensch, dazu neigt dann, dass den Mobilitätsvorteil, den er dann hat, auch wirklich mehr auszunutzen. Das ist das Einzige, was einen daran hindert, dreimal in der Woche nach Amsterdam zu fahren, um eine Tasse Kaffee zu trinken und dann wieder zurückzufahren, vielleicht einfach das Geld ist, weil man sich nicht leisten kann. Und wenn die Elektromobilität billiger ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der eine oder andere, der gerne fährt oder der gerne die Welt sehen möchte, in Anführungszeichen, dann vielleicht auch wirklich mehr fährt. Aktuell ist es so, ich glaube, bei den aktuellen Strompreisen ist es gar nicht mehr so viel billiger, elektrisch zu fahren. Aber das wird sich sicherlich in den nächsten ein, zwei Jahren auch wieder einregeln. Wenn man natürlich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat und die entsprechend großdimensioniert ist und man hat diese 70% Einspeiselimitierung noch, das heißt, man müsste diese 30%, die man erzeugt, bei einer Vollauslastung müsste man eigentlich wegschmeißen oder die verpufft ungenutzt oder man verschenkt sie ins Netz, weil man sie weil man dafür keine Vergütung bekommt oder die Anlage regelt ab. Dann kann man natürlich, ist man sehr schnell dazu verleitet zu sagen, der Strom kostet mich ja nichts. Der Strom ist erneuerbar gewonnen durch eigene Photovoltaik am Ende und dann fahre ich halt alle Strecken mit dem Auto, die länger sind als mein Auto. Und nutze überhaupt keine alternativen Fortbewegungsmittel mehr. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber Zahlen habe ich dazu keine. Vielleicht noch ein kurzes Beispiel aus der Verbrennermobilitätenwelt. War ja auch man korrigiere mich, aber ich glaube der Audi A1 oder A2, das 3-Liter-Auto. Hm. Ja, wir waren so weit. Und was kam dann? Dann hat der Markt geregelt und auf einmal haben wir SUVs bekommen. Ja. Ne, wir können auf einmal alle Dreizylinder mit Turbo aufladen und konnten dadurch irgendwie die Verbräuche deutlich drosseln, ne, bei gleichzeitiger Leistungssteigerung. Und auf einmal sind die scheiß Karren einfach schwerer und größer geworden. Ne, da sind wir halt gelandet. Jetzt ist die Frage, wo kommen wir dann mit der Elektromobilität hin? Und stellt sich da nicht die Frage, ist auf Dauer Individualverkehr sowieso irgendwie zu vermeiden. Ja, genau. Also ich glaube, dass wir genau auf diesem Weg auch sind, dass die Elektroautos auch immer größer werden und immer teurer werden. Und diese Protzkarren, die ich eben gezeigt habe, Polestar, Lightyear, Porsche Taycan und so weiter, die kosten halt mal eben 100.000 Euro und mehr. Die kauft sich kein normalsterblicher Mensch. Und auch die haben keine 20 Kilowattstunden Verbrauch. Die haben auch mehr. Und es gibt auch mittlerweile effiziente Kleinwagen, elektrische Kleinwagen, die auch mit 15 oder 13 Kilowattstunden pro 100 Kilometer auskommen. Da sind natürlich diese dicken Karren weit voneinander, sehr, sehr, sehr weit von entfernt. Der Punkt ist wirklich, ob diese Individualmobilität überhaupt sein muss. Und ich denke, PKWs wird es weitergeben, gerade in Deutschland. Aber wir können dem sicherlich auch das Allerbeste entgegensetzen, ist ein guter öffentlicher Personennahverkehr, dass wir Bus, Bahn und vielleicht auch Mikromobilität, Fahrrad, Roller. Da gibt es auch Vor- und Nachteile natürlich, dass diese,
dass diese bunten Roller dann irgendwo in den Ecken stehen und in den Flüssen landen. Aber das Thema Individualmobilität, da spielt der PKW, sollte eigentlich gar keine Rolle spielen. Da brauchen wir vernünftige Alternativen. Zum Rebound-Effekt. Ich glaube auch, dass es gerade schwer ist, überhaupt Zahlen zu kriegen, weil ich meine, naja, die Privatleute, die sich das leisten können, denen ist das eh egal. Also die fahren dann eh, weil die haben schon 200.000 Euro für eine Karre ausgegeben, so. Die jetzt Sprit sparen, das ist eh egal. Und naja, im Berufsverkehr, also Berufsding, da wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern. Die werden jetzt nicht deswegen zwangsmäßig mehr Leute zu Kunden schicken. So, also ich glaube, ja, das ist gerade auch einfach schwer zu sehen. Ja, und selbst so eine Zoe, die kostet ja auch irgendwie 20.000, 30.000 Euro. Mindestens, das, ja. Ja. Also es gibt keine erschwinglichen Elektroautos, ja. das muss man de facto sagen. Ein Auto ist immer immens teuer. Es gibt auch PKWs, die du für 10.000, 12.000 Euro neu kaufen kannst. Die sind natürlich weit entfernt von Größe, Komfort und Protzfaktor, wie die Wagen, die ich eben hier auch aufgeführt habe. Aber du kriegst, also meines Wissens, kein Elektroauto unter 23.000, 24.000 Euro. Und das ist einfach auch eine Größenordnung, den sich der Normalbürger einfach nicht leisten kann und will. Ja, hallo. Da kann ich vielleicht was zu sagen, was ich neulich im Netz gesehen habe. Da ist wohl Honda dran, ein Auto nächstes Jahr auf den Markt zu bringen, vorwiegend für den japanischen Markt. Der sogenannte N-Van heißt der. Der soll ab 7.000 Euro verfügbar sein. Ist dann natürlich staffelbar nach oben. Ist dann geeignet für normale, sag ich mal, Familienfahrten, als Camper und als Transporter ist er gedacht. Und halt für japanische Verhältnisse mit engen Straßen ist also ein reines Vernunftauto. Da gibt es auch nur ein, zwei Bilder von, die ich da gesehen habe. Und die Reichweite liegt, glaube ich, irgendwo zwischen 120 und 250 Kilometer. Mhm. Aber das ist natürlich für die Mobilität in der Stadt und auch als kleiner Transporter vielleicht ganz sinnvoll. Also dass es da weggeht von diesen großen SUVs und dann wirklich in den praktischen Bereich, was sich auch jeder leisten könnte oder fast jeder. Die Frage ist, ob man sich überhaupt ein Auto leisten muss. Wir Deutschen benutzen unser Auto, ich habe jetzt die genaue Minutenzahl nicht im Kopf, aber es ist unter einer Stunde, die das pro Tag bewegt wird. Ich meine irgendwie 38 oder 48 Minuten. Das heißt, diese Karre steht auch mal eben locker 23, irgendwas Stunden am Tag irgendwo rum, verbraucht Platz, nimmt anderen Leuten den Lebensraum weg. Und das Beste wäre doch eigentlich, dass man über Carsharing oder autonome Taxis nachdenkt. Das heißt, man hat die Individualmobilität. Mein Handy weiß, dass ich um 8 Uhr im Büro sein möchte und ich gehe um 10 vor 8 aus dem Haus und da steht schon das automatische Taxi, fährt mich dahin und übernimmt dann die nächste Fahrt und das am besten auch voll elektrisch. Dann braucht man sich überhaupt kein eigenes Auto mehr leisten. Also es ist einfach die völlige Ressourcenverschwendung, ein PKW zu bauen und zu kaufen, der dann einfach 95% der Zeit irgendwo rumsteht. Hier war jetzt noch eine Frage aus dem Internet von Subraumtransmission. Wäre es nicht sinnvoller, mit dem eigenen E-Auto zu fahren, statt mit dem ÖPNV, der hier in Siegen eher ein klassischer Diesel-Omnibus ist? Das kommt darauf an, ob du das E-Auto schon hast. Also ich glaube, wenn man kein Auto hat, wäre es sicherlich sinnvoller, Bus zu fahren. Der Bus hat natürlich Diesel. Die Busse in Siegen fahren leider noch ausschließlich mit Diesel. Auch da tut sich im öffentlichen Personennahverkehr viel, in Siegen im Moment noch nicht. Wenn das E-Auto schon da ist und wenn es eh gekauft und bezahlt ist, dann ist es vielleicht auch von der CO2-Emission günstiger, mit dem Elektroauto zu fahren. Nur beim Bus steige ich aus und der fährt seine Runden und das Elektroauto steht halt irgendwo rum und verbraucht einfach auch mal eben 10 Quadratmeter Platz. Und das können wir uns sparen. Unsere Städte wären so schön, wenn wir diese ganzen Straßen einfach mal zu Fußgängerzonen umwandeln würden und diese PKWs aus den Städten rausbekommen. Ein PKW hat in der Stadt eigentlich nichts zu suchen. Dafür gibt es öffentlichen Personennahverkehr. Ein Elektroauto ist prädestiniert für Überlandfahrten.
wo vielleicht doch eine schlechte Bus- oder Bahnanbindung da ist, über Langstrecken, da wird der Vorteil ausgespielt. Und im Stop and Go und in der Stadt ist ein Auto einfach fehl am Platz. Ja, ich würde jetzt gar nicht das große Fass anfangen, aber beim nächsten Mal gehst du dann auf LKWs und so auch ein, weil das ist ja auch noch ein großer Faktor. Und gerade weil wir es auch mit Bussen hatten, also Dinge, die schwerer sind als ein Porsche Taycan. Man glaubt es ja nicht, dass sowas gibt. Aber weil da habe ich ja auch ganz viel, aber da gibt es ja irgendwie noch keine wirkliche Lösung für, wohl. Also zumindest LKW-Verkehr wohl. Es gibt viele, viele Möglichkeiten da, aber es hat sich noch nichts wirklich etabliert. Es gibt diese Teststrecke auf der A5, wo die LKWs ihren Stromabnehmer ausfahren können, um dann während der Fahrt nachzuladen. Es gibt Megawatt-Charging-Points, die mittlerweile getestet werden, wo du dann im vierstelligen Ampere-Bereich einen LKW betanken kannst. Die werden getestet. Es gibt in Schweden oder in Norwegen gibt es elektrische Muldenkipper, die aus einem Steinbruch in höher gelegenen Regionen Granit an die Küste bringen, der dann mit dem Schiff abtransportiert wird. Die fahren elektrisch und autonom. Das sind richtig schwere Dinger. Also das sind mit 4 Meter hohen Reifen, diese richtig großen Kipper. Dadurch, dass die bergrunter so viel rekuperieren können, das heißt beim Bergabbremsen lädt sich der Akku fast komplett wieder auf, dann brauchen die unten jeweils 5-6 Minuten Ladezeit und dann fahren die den Berg wieder hoch, werden neu mit Stein beladen und fahren dann wieder runter. Das ist eine Sache, wo man sicherlich nochmal drauf eingehen könnte, auch was LKW-Verkehr angeht, auch der konkurriert mit der Schiene. Auch da ist die Schiene sicherlich das CO2-effizientere Medium, aber ein LKW ist definitiv individueller. Schiffe ist ein Thema, wo man über alternative Antriebe nachdenken kann. Und sicherlich das Thema Mikromobilität, also auch die Roller, die man hier kaufen kann. Die Akkus enthalten sehr viel mehr Kobalt als so ein Elektroauto-Akku. Also es gibt noch die eine oder andere Themenbereich, den wir dann gerne auch anschneiden können, ja. So, ich glaube, dann gibt es jetzt ja auch keine Fragen mehr, oder? Ja. Felix, guckst du gerade im Netz, oder? Ne, okay, YouTube-Chat ist leer. Ne, dann würde ich sagen, wir bedanken uns nochmal beim Fitti. Und Dankeschön. Ich habe leider den Termin nicht im Kopf, aber im Monat ist auf jeden Fall wieder ein Vortrag. Ja, genau. Als kleinen Teaser, das war jetzt der erste Vortrag 2023. Wir werden nächste Woche mal gerade gucken, ob ich die Reihenfolge noch richtig hinkriege. Nächste Woche wird der Kevin Monat. Vom Premium-Kollektiv nächsten Monat wird der Kevin vom Premium-Kollektiv noch etwas erzählen zum Premium-Kollektiv. Produziert Cola und andere koffeinhaltige Getränke, wird als Kollektiv, als gemeinnützige Genossenschaft betrieben. Und das ist am 12.04. und am 10.05. Wird Anne einen Vortrag halten zu den digitalen Medien in der Jugendhilfe. Die nächsten Slots sind schon festgelegt im Juni, Juli, August. Wir haben aber noch keinen Speaker. Das werden wir dann in den nächsten Wochen auf der Homepage veröffentlichen und hoffen, dass wir diese Vortragsreihe jetzt auch mit mehr Dauerhaftigkeit einmal im Monat fortführen können. Super, Dankeschön.